Da links ist schon wieder eine. Bereit? Das ist mir ein Vergnügen. Die haben aufgehört, die Spinne zu machen. Auf der Brücke sind die Krähen. Wir gehen unten rum. Wieso wird die Spinne nicht weiter geschossen? Nur nicht die Raben triggern. Sind die gestört worden, Jungs? Oder sie sind tot. Kann doch sein, dass die Spinne sie getötet hat. Ich würde auch auf tot, aber nicht durch die Spinne. Die Spinne ist auf jeden Fall noch nicht gemacht worden. Ich möchte gern zum Ausgang sehen und gucken, ob der Ausgang Alarm schlägt. Dann wissen wir, dass es noch ein fremdes Team da was wartet. Komm mal hier an diese Position, wo ich bin. Ja. Und gib mir mal Deckung. Ich gehe mal alleine vor. Wenn was passiert, trifft es dich ja nicht. Weil das hat eine tierische Reichweite. Dieses Alarm schlagen. Okay, hier ist die Kutsche. Es gibt kein Zeichen von Alarm. Hier ist kein Team in der Nähe. Also Richtung Spinne. Komm von links, nicht wundern. Laut, ey. Links neben dir? Nee, nicht. Wir schleichen uns jetzt erstmal ran. Ich will wissen, was mit der Spinne ist. Scheiße, warte mal. Einfach geduckt rüber. Weißt du, warum ich blöd bin? Ich habe die ganze Zeit die Winfield mit den Klingen im Kolben und wechsle die ganze Zeit aufs Messer. Ich bin auch bescheuert. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass das Ding Klingen hat. Dass es die bessere Winfield ist. Muss erst noch im Kopf ankommen. Okay, ich aim mal so ein bisschen ab. Nichts zu sehen. Bleib du mal da. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Der Hundestall ist friedlich. Den würde ich aber erstmal abfackeln wollen. Oh, 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 oh. Alles klar. Zurück. Was ein Glück, haben wir keinen Lärm gemacht. Die gehen jetzt davon aus, dass keiner mehr da ist. Die Frage ist, wo lauern wir auf? Die gehen in welchen Ausgang nehmen die? Nehmen die den oberen rechten? Dann müssen wir auf das andere Ufer. Oder sie gehen unten links hin. Entscheidung jetzt. Aufteilen würde ich. Ihr seid zwei. Ihr könnt zwei Richtungen abdecken. Nee, wir machen das gemeinsam. Entweder liegen wir beide falsch oder goldrichtig.
Also ich würde an deren Stelle wahrscheinlich dahin rennen, wo zwei Ausgänge wären, also nach links, also nach Westen. Dann hier runter. Wahrscheinlich rennen sie dann oben hin, ey. Ich sehe es schon kommen. Ja, irgendwie, weiß auch nicht. Dann stellt euch Können wir doch nicht dazwischen. hier irgendwo bleiben, Nee, dass man das sehen der kann? andere Nee, kannst du nicht. Ausgang ist zu nah. Die müssten hier übers Wasser, das wird denen nicht schmecken. Die werden nach unten gehen. Andersrum. Also wir müssen um das Haus rum, das wäre blöd. Wir gehen hier unten rum. Wir umgehen das Haus auf der anderen Seite. Komm mit. Jetzt müssen wir halt durchrennen, ne? Und versuchen, möglichst geräuschlos hier durchzukommen. Also Glück haben wir die Sängerin schon mal umgemacht. Hier rüber. Dass wir nicht so nah bei denen sind, dass sie unseres Laufen nicht hören. Und ab die Post. Also, ihr werdet gleich wissen, wenn wir die Höhle aufheben. Hier sind Raben, nicht triggern, nicht triggern. Schön langsam geduckt hier durch. Frage ist, wo stellen wir eine Falle? Das sieht doch gut aus, oder? Na, noch ein bisschen rüber. Die Hundehorde da oben. Ich nehme den Zombie. Hier könnten wir reagieren. Und ist noch zu nah. Noch ein bisschen rüber. Ja, noch ein bisschen rüber. Wir haben den Bounty noch nicht aufgenommen. So. Jetzt. Drei Stück. Sie gehen links lang, so wie wir wollten. Wir gehen mit. Ja, sie kommen. Wir müssen laufen. Müsst ihr aber Hacken abgeben. Schwein gehabt, alter Vater. Da vorne waren gerade die scheiß Krähen, ey. Hinter dir. Wenn du einmal dich tastenmäßig verdengelt hast. So, hier müssen sie irgendwo herkommen. Hier können wir uns irgendwo postieren, in die Büsche oder sonst wo. Wo wir gut sehen können und schlecht gesehen werden. Dann wäre, glaube ich, hinter dem Ding besser. Ach sag, laufen die an der Kartengrenze entlang?
Ja. Dann können wir sie eventuell nicht erschießen, ne? Ja. Das werden wir dann gleich sehen. So, ich bin in Position. Ich sehe sie laufen. Richtung 330, 315. Sehr weit weg. Alle beide. Ist er auch. Ah, die nutzen den Kartenrand, die kleinen Pisser. Die laufen, glaube ich, hinter der Karte. Nein, schießen auf mich. Richtung 290. Sind da in diesem Waldstück, glaube ich, was da vorne ist. Jens, komm vor hinten. Sehe. Ah, nee, oder? Nee, oder? Oh, die Arschlöcher sind durchgekommen. Okay. Ah. Jetzt können wir uns für die Axt im Walde benehmen. Wie viel hält denn der aus? Aber auf die Entfernung verliert die Waffe echt viel. Ach, da vorne ist ein Pferd. Sauber. Ja, dann nehmen wir noch ein paar Zombies mit. Oh. Schade. Die sind natürlich. Das ist blöd, dass es noch geht, dass man so in der Karte, hinter der Karte laufen kann. Upsala. Aber wir haben uns die richtige Ecke ausgesucht. Ach geil, hier ist nochmal Munition und Heilung. Brauchst du Heilung? Brauchst du Munition? Nein, ne. Munition gleich, ja. Okay. Alles klar. Pubukel, schlaf gut. Auf die Entfernung bei den Zombies 25 Schaden, ja. Klar, da kommt nicht mehr viel an. So, komm, dann beenden wir. Ja. Naja. Ja, alles klar. Ach nee. Zumindest habt ihr überlebt. Ah, okay. Zum Champ, alles klar. Ja, wir haben überlebt. Nicht unbedingt gekriegt, was wir wollten, aber immerhin. Naja, den einen erwischt man, den anderen verliert man. Ja. Alles nicht so schlimm. Sehen wir uns noch die Bewertung an, was wir noch Ja. gerissen haben. Aber wir sind am Leben geblieben. Ja, das stimmt.